Wenn am Morgen das Schulboot kommt, beginnt der Tag in Daku. Die Kinder wohnen auf kleinen, vorgelagerten Inseln im Delta des Rewa-Flusses. Gleich beginnt der Unterricht. Und so klingt die Schulglocke in Daku. Auf dem Stundenplan steht heute Gemeinschaftskunde. Wartet nicht darauf, dass die anderen was für euch tun, sagt der Lehrer. Überlegt lieber, wie ihr euch für die Gemeinschaft nützlich machen könnt. Sonst seid ihr so dumm wie eine Brotfrucht. Gemeinsinn gilt viel hier in Daku, dem kleinen Dorf im Südosten von Fidschis Hauptinsel Viti-Levu. Denn die rund 400 Einwohner haben ein gemeinsames Problem. Wegen des Klimawandels will hier nichts so richtig wachsen. Regelmäßig steigt das Flusswasser und überflutet das halbe Dorf. Deshalb wohnen wir in Häusern auf Stelzen. Das brackige Wasser drückt auch von unten hoch. Wir können hier kein Gemüse anbauen, das geht alles sofort ein. Seit etwa 8 Jahren beobachten wir das ganz extrem. Seit kurzem schützt ein Deich mit Klappen das Dorf. Gebaut mit Hilfe der Regierung und auch mit internationaler Unterstützung, erzählt Virisila Raigu. Ohne den Damm hätte uns die Umsiedlung gedroht. Und wir wollen das Dorf doch für unsere Kinder und Enkel bewahren. Aber wovon soll das Dorf leben? Die Frauen von Daku haben eine Antwort gefunden. Und die kam einer Revolution gleich. Seit Generationen weben sie hier Schmuckfächer aus Palmblättern. Die Technik ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Das ist etwas Heiliges, ein Privileg, das wir von Vunivalu, dem ersten König von Fidschi, verliehen bekommen haben. Diese Fächer durften wir nie verkaufen, aber jetzt mit dem Klimawandel und den wirtschaftlichen Problemen haben unsere Männer beim König nachgefragt und seit ein paar Jahren dürfen wir sie verkaufen. Die Fächer kosten umgerechnet etwa 3 Euro. Der Verkauf trägt mittlerweile fast 70% zu den Dorfeinnahmen bei. Die Männer von Daku hängen jetzt wirtschaftlich fast vollständig von den Frauen ab. Ein ziemlicher Einschnitt. Bis vor kurzem hatten Frauen und die jungen Dorfbewohner in Daku nicht viel zu melden. Denn noch immer sind die Fidschi-Inseln größtenteils eine reine Männergesellschaft. Bei der Sewu-Sewu-Zeremonie wird das ganz deutlich. Nur die Männer bekommen den begehrten Kawa-Wurzeltrank. Er schmeckt bitter, betäubt den Mund und gilt als absolute Delikatesse. Gesund soll der Trank auch sein. Dass die Palmfächer-Initiative nicht zu größeren Verwerfungen im Dorf geführt hat, ist auch einem Gender-Training zu verdanken, finanziert mit deutscher Hilfe. In Workshops haben die Dorfbewohner gelernt, dass sie ihre wirtschaftlichen Probleme viel besser in den Griff bekommen, wenn sie gleichberechtigt zusammenarbeiten. Und die Frauensprecherin sorgt dafür, dass das so schnell nicht wieder in Vergessenheit gerät. Denn es gefällt längst nicht allen im Dorf, wenn die Bastionen männlicher Dominanz geschleift werden. Der Schulmanager, ein geachtetes Mitglied der Dorfgemeinschaft, macht sich Luft. Gender hat für mich nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Der Mann soll entscheiden, nicht die Frau. Das wissen wir doch schon aus der Bibel. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen und ihm dienen. Das ist die natürliche, gottgegebene Ordnung. Die soll man auch nicht ändern. Im Delta des Rewa-Flusses sind die Männer seit jeher mit dem Boot hinausgefahren, um Fische zu fangen. Früher waren diese Mangrovensümpfe voller Garnelen und Fische. Doch vielerorts wurden die Flussufer gerodet. Das Wasser führt dadurch viel mehr Sedimente mit sich. Der Dreck verklebt die Mangroven und zerstört die Brutstätten. Was das bedeutet, erleben die Fischer von Daku bei jeder Ausfahrt.
Die Ausbeute in den Reusen ist mager. Deshalb besuchen die Männer jetzt regelmäßig die fruchtbare Insel Kalili, um den Rohstoff für die Fächer zu ernten. Was hier wächst, ist Gemeinschaftseigentum. Ich bringe von der Plantage Kokosnüsse zum Essen mit und Zweige. Daraus werden dann Fächer gemacht. Das ist ja mittlerweile unsere wichtigste Einnahmequelle. Ein perfekt organisierter Zulieferbetrieb, der den Männern von Daku das gute Gefühl gibt, ihren Teil zum Erfolg beizutragen. Und auch beim Kochen der Kokosfasern helfen sie mit. Als Mann der Frauenbeauftragten von Daku ist es meine Aufgabe, meine Frau zu unterstützen. Ich kümmere mich ums Feuerholz und um das Wasser. Und ich bin sehr stolz, dass sie diese wichtige Position hat. Ich freue mich, dass du meine Arbeit anerkennst. Längst noch keine Selbstverständlichkeit. Und das gilt nicht nur für die Fidschi-Inseln. In Daku haben sich die Dorfbewohner versammelt, um ein Fest zu feiern. Höhepunkt ist der Meketanz. Die Gesichter und Körper sind mit Holzkohle geschwärzt. Hier dürfen die jungen Burschen aus dem Dorf noch einmal so richtig den starken Mann spielen. Ganz so wie vor 100 Jahren.